Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute werden wir mal ein paar Rennen in der Ego-Perspektive machen. Und ich bin super gespannt, wie das werden wird, denn ich glaube, ich bin richtig schlecht darin. Aber wir werden sehen. Ich bin mega gespannt. Und ja, wir schauen uns das Ganze einmal an. So, wir stehen hier bereits bei Whaledale oder in Whaledale quasi und ich muss mal gucken, ob ich meine Perspektive jetzt richtig gut hinbekomme. So, das müsste ja quasi ganz nach vorne gemacht werden. Ach nee, Quatsch, was mache ich denn da? Ach, ich bin ja blöd. Natürlich geht das nur in den Einstellungen. So, jetzt aber. Okay, Entfernung zum Spieler ist erstmal egal. Das erst einmal ganz dicht und dann, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Okay, alles klar. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Perspektive. Wie sieht das aus? Nee, es muss schon so ganz dicht sein, ne? Wow. Okay, ich glaube, das wird ziemlich schwierig werden. Also das ist für mich jetzt tatsächlich... oh mein Gott, das ist ja eine richtige Challenge hier. Okay, genau. Wir starten mal einen Gruppenwettbewerb, weil ich in der Gruppe bin und weil ich ein ausgeleveltes Pferd habe. Oh mein Gott, kann ich das überhaupt sehen? Oh Gott. Ich sehe ja jetzt hier gar nichts. Startet das jetzt einfach? Krass, das ist jetzt ein richtiger Bildausschnitt. Das ist jetzt echt super, super schwierig. Warte mal, wenn ich jetzt die Einstellungen... Nee. Obwohl, die Sicht ist auch ziemlich cool, ne? Aber ich fände das andere schon... Nee, das gehört so. Das ist alles gut. Boah, mega. Ich bin jetzt schon total irritiert, muss ich sagen. Okay, hier geht's los. Wettbewerb, yo. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Oh je, oh je. Ist das überhaupt die richtige Ego-Perspektive? Das ist mir eigentlich relativ egal gerade. Ich finde, das ist ja unglaublich schwierig. Oh mein Gott. Habt ihr das auch schon mal so gemacht? Das ist ja furchtbar. Oh wow. Okay, also ich bin definitiv extrem irritiert. Ja, ich glaube, das ist schon diese Ego-Perspektive, die gemeint ist. Oh Gott, ich fühle mich, als ob ich total holperig laufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hätte ich mit Facecam machen müssen. Ihr glaubt nicht, wie ich jetzt hier vorsitze, um zu gucken, wo es lang geht. Das ist ja... Da wird mir ja übel. Da wird mir ja total übel. Okay, ich weiß echt nicht, wie viele Rennen ich damit schaffe. Da kriege ich echt die Reisekrankheit, glaube ich. Ich bin sowieso so ein bisschen anfällig dafür. Wow, oh mein Gott. Das ist super schwierig. Super. Aber ich fieber total mit... Nein, jetzt habe ich auch noch die Fahne verpasst. Oh Gott, Frostcookie, weißt du, wo es lang geht? Ich sehe den Weg gar nicht richtig. Okay, hier. Ah, was machst du denn da? Oh mein Gott, das ist ja... Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Oh, jetzt muss ich tatsächlich aufgeben. Oh mein Gott. Also das hätte ich jetzt echt überhaupt nicht erwartet. Okay, Moment. Ich muss mal ganz kurz das Angesichtsfeld ein bisschen weiter weg machen. So, ich bin nicht ins Ziel gekommen. Okay. Ich bin nicht ins Ziel... Ist Blake überhaupt ins Ziel gekommen? Ich weiß es nicht. Okay. Gehen wir nochmal zurück und versuchen es einfach nochmal. Oh Gott, ich finde, die Sicht ist schon... Nein, die ist ein bisschen besser, aber trotzdem noch ein bisschen schwierig irgendwie. So, okay. Nochmal zurück, das Ganze nochmal, würde ich sagen. Ey, das ist... Da habe ich mir aber auch eine schwierige Strecke jetzt dafür ausgesucht. Ich hätte aber, wie gesagt, wirklich absolut nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Niemals nicht hätte ich das gedacht. Okay, stopp. So. Erst einmal kurz das wieder richtig hinstellen. Ich komme mir wirklich so holperig vor, wenn ich mit dem Pferd laufe. So, okay. Gruppenwettbewerb. Nochmal das Ganze. Interface einmal weg. Oh, oh mein Gott. War das für euch, also wenn ihr das schon mal gemacht habt, war das für euch auch so schwierig? Oder sagt ihr, ey, das ist total cool? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich finde es jetzt richtig schwierig. Okay, vielleicht versuche ich mit der Maus gar nicht so viel hin und her zu machen. Oh, ich muss aber. Ich sehe ja sonst gar nichts. Wow.
Es ist schon irgendwie unglaublich. Okay. Ja. Ja, Blake, lauf vor. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn jemand vor mir läuft. Boah. Also da wird mir echt ein bisschen schwindelig. Ah, Blake hat es nicht geschafft drüber. Das ist schade. Denn ich habe es auch nicht geschafft drüber. Und weiß gar nicht, wo ich jetzt... Okay, sie ist hier lang gelaufen. Ich habe noch 13 Sekunden Zeit. Okay. Halt. Ich kann auch die Geschwindigkeit vom Pferd so gar nicht einschätzen irgendwie in dieser Perspektive. Oh mein Gott. Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann wirklich nur eine Rennen damit machen. Dann... Boah, oh nein. Dann kriege ich wahrscheinlich echt irgendwie Kopfschmerzen oder so. Oh, ist das schwer, ey. Guck mal, wir machen so einen ganz, ganz leichten Galopp. Genau. Bleiben einfach so im ganz gechillten Arbeitsgalopp hier. So, hier lang. Ups. Alles gut. Alles ganz entspannt einfach. Oh, da muss man aber echt üben, ne? Entspannung pur. Hops. Das hätten wir auch geschafft. Hier noch. Dann gibt es gleich noch eine schöne Kurve. Und, oh, da bleibe ich hängen. Ah, da. Jetzt kommt die schwierige Kurve. Und das und die... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hops. Irgendjemand... Oh nein. Komm schon rüber. 4, 3, 2. Oh, gerade noch geschafft. Aber gerade so. Man denkt wirklich nicht, wie schwierig das ist. Ich hab das Gefühl, ich habe gar keine Orientierung so richtig. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh Gott, versuch das mal. Aber gerade wahrscheinlich auch dadurch, dass das Pferd so hoppelt so ein bisschen, ist das Ganze auch noch ein bisschen mehr schwieriger. Schon wieder nicht rübergekommen. Nein, jetzt slide ich auch noch zur Seite. Komme ich da so durch? Los, komm schon. Du schaffst es, Frost Cookie. Nicht so schnell. 7, 6. Komm, die letzten Meter schaffst du noch. Ups. Oh Gott, es ist... Also man könnte da eine richtig schwierige Challenge, finde ich, draus machen, indem man einen Tag nur so reitet und halt seine Quests und seine Dailies und sowas macht. Oh mein Gott, ist das schwierig. Sehr super. Krasse Sache auf jeden Fall. Boah, also ich sag euch, mir wird jetzt schon wirklich ein bisschen schlecht irgendwie. Gerade auch, weil ich habe einen relativ großen Bildschirm. Und wenn man da so perspektivisch drin ist, dann ist es wirklich echt mega, mega krass. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Boah, komm, wir laufen noch ein paar Meter zumindest. Oh, ich kann wirklich kein weiteres Rennen mehr machen. Also wirklich. Dann wird mir, glaube ich, richtig übel. Also die Sicht ist nicht wirklich was für mich. Ich habe das aber auch bei einigen Spielen schon gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber da gab es auch so eine Ego-Perspektive. Und irgendwie wurde mir davon auch total übel. Das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich auch ein Let's Play von gemacht. Und habe das Let's Play aber tatsächlich dann abgebrochen. Weil mir einfach jedes Mal wirklich übel wurde. Und ich habe Kopfschmerzen davon bekommen. Und ja, die Sicht ist halt irgendwie so gar nichts für mich. Ja, ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht geht es ja den einen oder anderen von euch auch so. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oder ob ich die Einzige bin, der es so geht. Wäre natürlich auch möglich. Oh Gott, also nee, die Sicht geht gar nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, warum das für mich so gar nicht funktioniert. Ist total unangenehm. Aber total. Ich glaube auch, wenn Star Stable wirklich nur in so einer Sicht gemacht wäre, würde ich Star Stable nicht spielen. Könnte ich auch gar nicht, weil mir übel wird davon. Oh wow. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt sehr produktiv heute hier. Aber so eine Erfahrung muss natürlich auch mal gemacht werden. Und ganz ehrlich... Ich bin gleich wirklich froh, wenn ich die Sicht wieder ändern kann in eine normale Sicht. Ich reite nochmal bis zum Berg hier hoch. Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich einen Berg hoch reite. Runter hatte ich jetzt schon so ein bisschen. Ich meine, es sieht echt, man ist halt mittendrin, anstatt nur dabei irgendwie in der Sicht. Man sieht den Boden halt wirklich viel besser und sowas. Aber ich finde es echt schwierig. Oh, stopp. Man hat, also ich habe nicht wirklich eine Übersicht. Okay, ich stelle jetzt wieder um. Obwohl, Moment, kann ich noch ein Foto damit machen? Geht das?
Das ist auch komisch mit einem Foto, ne? Oh. Oh, gucke mal. Ach, wie schön. Oh, das sieht aber schön aus. Geht's noch ein bisschen weiter weg? Das sieht tatsächlich sehr hübsch aus, so dicht. Sehr schick, sehr schick. Ja, dennoch. Einstellungen. Das wieder. Da habe ich es immer. Angesichtsfeld. Wo waren das? So ungefähr. Ich glaube mittig, ne? So? Gehört es so? Ich hoffe. Oh Gott, es ist auf jeden Fall wieder viel, viel angenehmer so. Oh mein Gott, das war jetzt ein Erlebnis. Und dabei haben wir nur ein Rennen gemacht. Nur ein Rennen und ich bin fix und fertig. Okay. Wie dem auch sei, wenn ihr vielleicht öfter mal so eine Rennen sehen wollt zwischendurch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, mal noch eins zu machen. Aber es ist echt schwierig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe